Das ist gleich geht's los. Zip, zip. Dann kann es eigentlich losgehen. 15 nach haben wir. So. Ja, also ich schiele so ein bisschen nebenbei hier hin, wenn das okay ist. Aber ich versuche mich auf dich zu konzentrieren. Du bist parat, Michael? Ich bin parat. Elena, du bist parat? Ich bin parat. Dann. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei uns im Live-Studio. Zu Gast ist heute der Michael Martin. Hallo Michael. Hallo, guten Abend. Der Michael ist ein Reisefotograf, bekannt nicht nur für Motorradfahren, sondern auch für, wie wir gleich sind und wahrscheinlich noch sehen werden, im Eis ist er unterwegs, in der Wüste, im Dschungel, mit Booten, mit allen möglichen. Also weil ich im Vorfeld angekündigt hatte, Motorradfotograf, betone ich das jetzt nochmal. Es geht um Reisefotografie im weiteren Sinne. Ansonsten, Michael, würde ich anfangen wollen, dass also vom Ablauf her ganz kurz, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die hinter der Kamera liegen, ein paar Fragen vorbereitet, die wir durchgehen. Ihr habt mir ein paar Fragen im Vorfeld zugeschickt und wir sammeln so ein bisschen Fragen. Also gegen Ende würde ich sagen, machen wir noch eine offene Fragerunde, dass es organisatorisch ein bisschen einfacher ist. Also heb dir deine Frage auf und dann machen wir nachher eine offene Fragerunde, wenn du also noch Fragen an den Michael hast, weil vieles davon werden wir wahrscheinlich im Vorfeld jetzt auch schon besprechen. Ich hole meinen Zettel und dann geht's los. Ja, so ist immer. Ich habe ihn extra zur Seite gelegt, damit der Michael nicht spielen kann, was auf ihn zukommt. Michael, willst du anfangen für diejenigen, die ich nicht kenne, mal ganz kurz sagen, wer du bist? Also ich bin Michael Martin, bin in München geboren, lebe in München, bin seit 40 Jahren auf der ganzen Welt unterwegs, immer mit der Kamera, bin von meiner Ausbildung her Geograf, habe also Geografie, Völkerkunde, Politik studiert und das Diplom-Geograf abgeschlossen. Aber ich habe nie in dem Beruf gearbeitet. Ich habe bin immer nur gereist, habe fotografiert und habe meine Bilder gezeigt. Ich habe zwei Medien, wo ich sehr hauptsächlich zeige, meine Bildbände, habe 30 Bücher gemacht und habe über 2000 Vorträge gehalten. Und mache auch Fernsehfilme und habe, glaube ich, schon ein cooles Leben die letzten 40 Jahre geführt. Reisen, fotografieren, präsentieren. Der Dreiklang, und das mache ich, bis ich 100 bin. Gutes Ziel, ja. Sehr gut. Noch ein kleines technisches Problem gelöst. Unser Problem, das wir nicht gelöst haben, wurde gerade gelöst. Die Kamera hat ein falsches Bild. Weil sie nicht im Videomodus ist. Deswegen kann 16:9. 16:9. Jetzt bin ich auch nicht mehr so an den Rand geklatscht. Also Dankeschön für den Tipp mit dem 16:9 Format. So. Erste Frage, du bist eigentlich so bekannt, ich habe es gesagt, so ein bisschen als Motorradfotograf, weil man dich häufig sieht mit einem Motorrad in irgendeiner Weise. Das ist aber ein Schuh, den du dir nicht so gerne anziehst. Nee, gar nicht, weil Motorradfahren und Fotografieren passt ja überhaupt nicht zusammen. Und ich auf der Maschine bin, dann sind die Bilder gar nicht von mir, sondern von meinem Freund Jörg, weil kannst dich ja schlecht mit Selbstauslöser fotografieren. Nee, Motorrad ist für mich ein schönes Verkehrsmittel, habe viele Reisen damit gemacht, aber wie schon gesagt, bin auch mit vielen anderen Verkehrsmitteln unterwegs und Motorrad brennt sich halt irgendwie bei den Leuten am meisten ein. Vielleicht auch, weil du so ein bisschen auch so aussiehst mit den langen Haaren. Keine Ahnung, wie ich aussehe, aber nee, ja. Aber ich finde es genauso cool, mit dem Snowmobil über die Gletscher zu sausen oder ich bin sehr viel auch in Flugzeugen unterwegs, Helikoptern. Wie es halt gerade, was halt immer das Beste ist, im Zentrum steht immer das Fotografieren und nicht das Motorradfahren. Ja, okay. Wenn wir von Fotograf sprechen, dann ist es, glaube ich, wichtig noch zu sagen, du bist kein Auftragsfotograf, sondern du bist ja dein eigener Herr. Genau. Du machst Projekte, große Projekte für dich selbst, die teilweise auch über mehrere Jahre gehen. Genau, ich bin also nicht nur freiberuflicher Fotograf, sondern niemand schafft mir irgendwas an. Ich kriege keinen Auftrag von außen, dass ich jetzt sag mal für irgendeine Firma ein Shooting machen soll, sondern ich stelle mir selber meine Themen. Und diese Themen sind immer sehr umfassend, sodass ich viele, viele Jahre brauche, die zu fotografieren. 3, 4, 5 Jahre. Muss also dann Bilder sammeln. Zwischen dem ersten Euro, den ich ausgebe und dem ersten Euro, den ich einnehme, liegen 5, 6, 7 Jahre manchmal. Und darf auch nichts zeigen, wird alles gesammelt wie so ein Eichhörnchen. Und dann komme ich mit dem Projekt raus. Aber dann komme ich ganz breit raus mit Büchern, Vorträgen, Fernsehfilmen, Ausstellungen etc. Finde ich jetzt total spannend. Also jetzt mal kurz das auf der Zunge zergehen lassen, drüber nachdenken. Du hast eine Idee zu einem Fotoprojekt und du weißt, es dauert 5 Jahre. Du hast 5 Jahre keine Einnahmen oder quasi keine Einnahmen, lebst aus dem Ersparten so ein bisschen und weißt dann nicht, ob das was wird. Also kann ja auch in die Hose gehen. Aber das hast du natürlich, also grundsätzlich orientiere ich mich da, nicht falsch verstehen, nicht am Publikum, sondern an meinem eigenen Interessen, weil ich muss es ja quasi
auch 5 Jahre reisen und dann vielleicht 5 Jahre zeigen. Also ein falsch gewähltes Thema würde mich 10 Jahre lang nerven. Und es muss auch sein, was für das ich absolut brenne. Ja. Und ich gebe schon zu, dass 2010 war bei den Wüsten, die ich 30 Jahre lang fotografiert habe, ein bisschen die Luft raus. Ich habe 250 Wüstenreisen gemacht. Ich war verdammt froh, dass ich mit dem Eis, mit den Eis- und Kältewüsten einen Dreh gefunden habe, dem Wüstenthema im weitesten Sinne irgendwie treu zu bleiben, aber trotzdem was Neues zu sehen. Mhm. Und es war für mich so toll, 2010 zum ersten Mal in Grönland zu sein, dann nach Antarktika zu kommen, an Südpol, an Nordpol, alles neu. Und jetzt habe ich das auch gesehen. Ja, und dann habe ich 2017 angefangen, eben die ganze Erde zu fotografieren. Unser ganzen Erdball Terra heißt das aktuelle Projekt. Soll heißen, ich muss mich ja selber motivieren und habe immer mir wieder mich motivieren können, weil ich die Themen immer größer gemacht habe, anders gemacht habe. Mein Publikum ist mir gefolgt auf diesem langen Weg. Und da habe ich immer auch die Kraft gehabt und ja, einfach das Feuer, das durchzuziehen, weil gerade diese Vorträge ist dermaßen anstrengend, da musst du auch wirklich voll dahinter stehen. Ja. Und dann hast du natürlich auch immer das Problem, dass es politisch klappen muss, wenn du, sagen wir mal, zu schmal, sag mal, setzt auf Ägypten und dann hat Terroranschläge in Ägypten, will kein Mensch mehr Ägyptenbücher, Ägyptenvorträge. Insofern habe ich meine Themen immer sehr breit angelegt. Die Wüsten der Erde, Planetwüste, Terra, weil dann bin ich auch krisensicher. Ah ja, guter Punkt natürlich. Aber aufwendig. Aber aufwendig, weil die ganze Erde zu fotografieren, das ist mit 3 Wochen nicht getan. Ja. Der Michael hat einen ganzen Haufen Bücher gebracht. Sein aktuelles liegt hier. Michael Martin, Die Welt im Sucher. Das ist so ein bisschen so quasi deine Autobiografie, kann ich das so sagen? Eher so eine berufliche Biografie. Ja. So richtig ganz, also ich erzähle nicht irgendwelche Geschichten vom Kindergarten, sondern eigentlich alles, was mit meinem beruflichen Weg zu tun hat. Und es ist so ein, ja, es war Spannendes zu schreiben. Ich habe es zusammen mit Sabine Wünsch geschrieben, die mir die Geschichten wirklich aus der Nase gezogen hat. Aber viel kam dann von mir. Und letztendlich, als wir fertig waren, dachte ich, boah, die 40 Jahre waren ganz schön anstrengend. Ja, mega anstrengend, in so vielen kleinen Schritten das so zusammenzubauen. Ohne irgendwie große Sponsoren oder Studios hinter sich zu haben. Aber der Vorteil von so einem Weg, du kannst ihn selber gehen und er ist stabil, maximal stabil. Weil wenn mir irgendwer wegbricht, sag mal, irgendwer schmeißt mich raus oder so, mir wurscht, weil ich habe 1000 andere Standbeine. Und so würde ich auch heute jungen Leuten, die echtes Feuer haben und auch ein bisschen Talent und auch ein bisschen Geschäftstüchtigkeit und einfach den Mix mitbringen, auch raten, versuchen, diesen eigenen Weg zu gehen und nicht immer nur nach dem Markt zu schielen und nach dem Einkommen zu schielen. Du musst immer das machen, was du willst. Und wenn das ein junger Mensch im Bereich Fotografie hat, dann kann er auch heute noch davon leben. Ja, du lebst ja so ein bisschen von diesen großen Projekten. Ist das auch ein Rat, den du, um das dabei zu bleiben, jungen Leuten geben würdest? Such dir was richtig Großes statt viele kleine Sachen? Würde ich nicht sagen. Spezialisier dich, würde ich sagen. Was ganz Spezielles machen, dass du da ein Alleinstellungsmerkmal hast, dass du damit identifiziert wirst. Du kriegst auch mehr Kompetenz. Bei mir war das Alleinstellungsmerkmal die Wüste. Ja. Ich habe mich von vornherein auf Wüsten spezialisiert. Hätte ich mich auf Berge spezialisiert, mein Gott, hätte es einen Jürgen Winkler gegeben oder viele gute Bergfotografen. Nein, aber Wüste war ich der Einzige. Und da wurde ich damit identifiziert. Ich kann mich genauso auf Auto, auf Oldtimer-Fotografie, Hochzeitsfotografie oder auf eine spezielle Hochzeitsfotografie, eben auf Begräbnisse, egal. Aber ich glaube, wenn ich heute einsteige in den Markt, würde ich versuchen, mich zu spezialisieren, mir einen Namen zu machen. Man kann sich auch lokal spezialisieren, am Ort, einfach der Dorffotograf werden, geht auch. Ja. Aber du musst ja irgendwie doch relativ spitz anfangen, dass du da Kompetenz kriegst und Kontakte kriegst. Und dann kannst du immer noch überlegen, ob du in irgendeine andere Richtung gehst. Natürlich, vieles war natürlich in den 80er Jahren einfacher, der Markt war übersichtlicher etc. Aber auf der anderen Seite ist die Fotografie ja so viel einfacher geworden, billiger. Ja, okay. Du hast aber aus deinem Buch, nehme ich so ein bisschen raus, dass du an deinen Projekten gewachsen bist fotografisch. Du fängst ja an, du schreibst ja sehr charmant, dass deine ersten Fotos ein bisschen okayisch waren, wie ich sagen würde, und du dann über die Projekte oder über die Jahre natürlich auch besser wurdest. Klar. Klar. Also nicht, aber ich glaube nicht nur, weil du lange fotografierst, sondern auch, weil du halt relativ genau Vorstellungen hattest, was du machen wolltest. Oder weißt du am Anfang von so einem Projekt Wüste gar nicht genau, was du machen möchtest? Ich habe gar keine großen Vorstellungen. Ich weiß das Thema. Und wenn ich jetzt mal die Wüsten Afrikas habe,
da muss ich in die Kalahari, muss ich in die Namib, in die Sahara. Und was ich mich dort dann wirklich erwartet, welche Motive ich nach Hause bringe, weiß ich vorher nicht. Ich bereise die Länder, schaue mich um, bin neugierig, bin offen und scanne sozusagen die Landschaften und lasse mich einfach ein. Also ich habe keine feste Motivliste im Kopf, sondern ich habe eins im Kopf, es geht nur ums Fotografieren. Also besser allein oder mit Leuten reisen, die auch wirklich mit fotografieren oder ein Verständnis dafür haben und dann sich voll drauf konzentrieren und dann ist es wie eine Schatzsuche. Und wenn dann das Licht gut ist oder tolle Motive, dann muss ich alles danach richten. Ich glaube, der Amateurfotograf und der Profifotograf unterscheiden sich insofern, als dass der Profi stärker fokussieren kann. Amateur hatte vielleicht auch noch den Wunsch, sich im Urlaub zu erholen oder die Familie will zum Abendessen und weg ist das Abendlicht. Das kann ich mir als Profi nicht leisten, da hat das Abendlicht Vorrang. Die Frage kommen wir nachher nochmal, den Punkt mit Freunden, Freundinnen und so weiter zu reisen. Genau, da haben wir jetzt, passt genau, richtig. Jetzt, ich kenne dich seit heute Abend, erst seit 2-3 Stunden. Auf mich wirkst du jetzt sehr locker, sehr sympathisch, sehr entspannter Typ. In deinem Buch kommt aber so ein bisschen rüber, dass du auch eine andere Seite hast. Also wenn es um die Projekte geht, dann kannst du auch richtig bissig werden, ist das so? Nee, bissig nicht, ich bleibe immer freundlich. Ja. Aber ich habe ein Ziel. Ja. Ich bin zielstrebig und fokussiert. Und wenn Dinge nicht klappen, dann muss man halt schauen, dass sie klappen. Ja? Klar, ich bin manchmal ungeduldig, ja, aber unangenehm in dem Sinn wäre ich nicht, ja, gar nicht, sondern ich versuche halt, ja, die Sachen durchzuziehen. Und du musst ja auf die kurze Distanz, dass, sag mal, einen vernünftigen Schlafplatz herkriegst heute Abend für dein Zelt, wie auch die lange Distanz, dass bei der Reise was rauskommt oder auf die ganz lange Distanz, dass bei dem Projekt was rauskommt, musst du einfach eine Zielstrebigkeit haben. Ich sage immer, so diese blöden Tugenden, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit, die helfen, ein erfolgreicher Fotograf zu werden. Die helfen vielen Dingen. Also am Morgen ein Joint und der Tag ist ein Freund, so funktioniert das nicht. Ja? Wer bis um 11 im Bett liegt, hat als Fotograf nichts verloren. Ja, okay. Jetzt ist es so, kommt in dem Buch relativ charmant rüber, ich will jetzt nicht alles vorgreifen, also das Buch ist wirklich lesenswert. Ich sage nur das Stichwort Elke, mit der warst du unterwegs. Willst du dazu ganz kurz, und das hat ja dann nicht, laut Buch nicht funktioniert, weil ihr sowohl ein Paar wart, als auch ein Arbeitsverhältnis hattet im Grunde, ne? Ja, richtig. Ich meine, das hatte ich ein paar Mal in meinem Leben, dass ich eine Partnerin hatte, mit der ich eben auch gereist bin und das ist grundsätzlich schwierig. Meine Mutter ist eine sehr kluge Frau. Die hat immer gesagt, Michael, zu einem Menschen sollst du nur eine Art von Beziehung haben. Vermiete nie deinem Bruder eine Garage oder verkauf deinem Freund nie ein Auto. Es gibt nur Ärger. Und so würde ich es auch im Beruflichen halten, dass man sagt, da ist das Privatleben, da ist meine Partnerin oder meine Kinder und da ist mein Beruf. Ja? Und da war das sehr symbiotisch und es wirklich schwierig gewesen, hat aber auch damit zu tun, dass gefilmt und fotografiert wurde. Sie hat gefilmt, ich fotografiere. Das ist an sich schon tödlich, weil es einfach überhaupt nicht zusammenpasst. Wenn es aber innerhalb von einer Partnerschaft geschieht, ist es schwierig. Meine heutige Frau, die Ellie und ich, kriegen das besser miteinander hin, weil wir einfach, sie reist als meine Frau mit, privat, und hat keine Ambitionen und hilft mir vielleicht mal, Stativ aufzubauen, nimmt auch mal die Filmkamera in die Hand, aber ist nicht die Kamerafrau, die gegen mich arbeitet und dann vielleicht noch selber irgendwelche Ambitionen hat. Und letztendlich klingt ein bisschen hart, ich muss bei den Reisen der Chef sein. Also ich bin kleine Gruppe, ich halte überhaupt nichts von Fotoreisen, wenn man dann zu acht die Objektive auf arme Nomaden richtet. Ich finde, es darf immer nur ein Objektiv irgendwie im Raum sein, in der Hütte sein oder auf den Menschen gerichtet sein. Und wenn es geht, zu zweit oder zu dritt. Und so reise ich sehr viel mit meinem Freund Jörg, der selber Profifotograf. Sind wir zu zweit unterwegs, manchmal zu dritt mit meiner Frau Elli, manchmal Jörg, Elli und ich. Und das ist so eine Größe, wo Absprachen möglich sind, wo auch eins klar ist, es geht nur um die Fotografie. Ja. Ich zahle das alles, ich organisiere das alles, also läuft es auch nach meinem Gusto. Das musst du machen, ist klar. Ich verstehe das. Ja. Das kann ich vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, das ist ja bei mir nicht anders. Wenn ich als YouTuber unterwegs bin, dann bin ich zum Filmen unterwegs.
aber ich möchte auch gerne fotografieren und das klappt nie. Ich kann nie gute Fotos machen und gleichzeitig ein Video machen, wie ich gute Fotos mache. Klappt nie. Und es hilft, wenn der Sebastian damals halt immer dabei war, aber auch dann haben wir in der Regel entweder ein gutes Video gemacht oder ein gutes Foto. Es hat vielleicht zweimal, in 2 Jahren vielleicht zweimal geklappt, dass wir beides auf die Reihe gekriegt haben. Und in der Regel sind wir nachher auch losgegangen und haben gesagt, wir machen jetzt ein Video. Und wenn ein Foto rauskommt, ist gut, aber wir machen ein Video. Oder wir lassen die Videokamera im Rucksack und machen tatsächlich nur ein Foto. Es funktioniert nicht beides. Mache ich bei ganz anderen Dingen auch so, bei Motorradaufnahmen, ja, dass wir nicht den ganzen Tag über Motorradaufnahmen machen, sondern sagen, ha, jetzt ist das Licht gut, hier ist die Landschaft schön, schöne Piste, jetzt machen wir mal eine Stunde Motorradaufnahmen. Und dann wird das konzentriert. Mhm. Oder mit Drohnenfliegen ist das Gleiche. Mhm. Wenn du dauernd die Hand an der Drohne hast, dann kommst du auch gar nicht zum normalen Fotografieren, sondern auch da klar voneinander trennen. Aber am schlimmsten, wie du schon sagst, ist die Kombination zwischen Videokamera und Fotokamera. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass du große, umfangreiche Reisen machst und so weiter. Wie finanziert man sowas? Das hat sich aufgebaut im Laufe der Jahre natürlich. Ja. Meine ersten Reisen haben ein paar hundert Mark, D-Mark damals gekostet. Und meine Vorträge, die gehalten haben, haben 20, 30 Besucher gehabt. Und der Eintritt war, der erste Eintritt 3 Mark, 4 Mark, dann 5 Mark, dann 7 Mark. Und so ist halt immer eine Null dran gekommen. Und da in dieser Zeit kam der Erfolg, dann wurden die Budgets größer, hat man mehr ausgeben können, hat aber auch mehr eingenommen. Und letztendlich kann ich jedem nur raten, das langsam aufzubauen und nie den Schritt zu viel zu gehen, weil da bist du sofort pleite. Mhm. Da ist einfach verdammt viel Geld im Spiel. Mhm. Und wenn ich mal einen Fehler mache, also sag mal, wir reden heute von 500.000 Euro, die ich in Projekte reinstecke. Mhm. Ja? Und wenn ich da quasi total in die falsche Richtung gegangen bin oder sag mal, ich habe meine Bilder nicht gesichert, alles ist futsch, also passiert nicht, ja? Dann hätte auch ich heute ein Problem. Ja? Also, und irgendwann habe ich aber dann angefangen, in den 90er Jahren auch Rücklagen zu schaffen. Mhm. Nicht immer alles wieder in die Projekte reinzugeben, sondern Teile einfach auch vielleicht mal in ein Haus zu stecken, ja? Oder ich meine, ich habe ja Familie und möchte auch ein normales Leben. Und da muss man halt eine Balance finden, Work-Life-Balance, sowohl was die Zeit betrifft, aber auch was das Geld betrifft. Und ich war immer einer, der investiert hat. Ich habe 6-stellige Summe in meinen Beamer reingesteckt, weil ich wollte den hellsten, schönsten Beamer der Welt, ja? Und habe das auch. Aber trotzdem darf man nicht über das Ziel rausschießen, muss auch weiter auch an sein Sparkonto denken. Mhm. Trotzdem verstehe ich Kollegen nicht, die dann irgendwie sparen, weil Optik, Kameras, Beamer, Tonanlage, da sparen ist wirklich auch eine falsche Idee. Mhm. Das Beste ist gerade genug. Mhm. Und das kostet Geld und das kann man nicht auf einmal haben, das muss man sich aufbauen. Es gab nie reiche Eltern, es gab auch nicht irgendwie Sponsoren, die da einen Haufen Geld reingesteckt hätten, überhaupt nicht, sondern das habe ich mir langsam aufgebaut. Das ist Kaufmannskunst. Ja. Das, ist, das hat einer oder hat einer nicht. Ja. Das okay. ist. Und ich, weil ich mich da wirklich dankbar sein muss, weil ich ganz dankbar bin, ist mein Publikum. Ja. Weil die haben das ja quasi immer finanziert. Ja. Aber halt nicht wie ein Motorradhändler, der sag mal, für 20.000 die Maschine verkauft. Bei mir ist es ja 3-5-Euro-weise, 10-Euro-weise, ganz kleine Summen. Und das Publikum ist mir treu geblieben. Und so hat es halt über die 4 Jahrzehnte geklappt und hoffentlich klappt es auch weiter. Ja. Naja, bis 100 hast du gesagt. Bis ich, ja, Charles Anamur, der große Chansonnier, der ist mit 96 noch auf der Bühne gestanden und da hätte ich jetzt gerade so Halbzeit, ja, weil seit 40 Jahren stehe ich auf der Bühne. Okay, Thema Alter. Macht das Alter von dir das Reisen schwieriger? Also zum Beispiel, fühlst du dich irgendwie langsam zu alt, um irgendwie auf harten Böden zu schlafen und billigen Absteigen und so? Ich bin da gnadenlos gegen mich selber. Auch wenn ich vielleicht mal schwerer hochkommen sollte, ich lege mich trotzdem auf den Boden. Wir gehen trotzdem im Flughafen von Oslo nicht in das sündhaft teure Flughafenhotel, sondern schlafen da im Flughafengebäude, weil es billiger ist. Mhm. Und auch draußen, da es wird alles der Fotografie untergeordnet. Ich zählte auch bei minus 45 Grad. Alles so eine Frage der Ausrüstung und auch der Haltung oder des eisernen Willens. Ich bin gnadenlos zu mir selber. Für ein Foto mache ich alles. Mhm. Ich finde, ganz im Gegenteil, mit der Zeit wird die Fotografie auch besser. Weil man einfach ruhiger wird, mehr Erfahrung hat. Mhm. Und es ist doch toll, als Sportler bist du mit 25 ein alter Mann. Mhm. Aber als Fotograf
gibt es kein Alterslimit nach oben. Mhm. Und jetzt habe ich heute auch ein bisschen so das Glück, dass ich auch zurückblicken kann, so diese, was ich im Buch ja gemacht habe, in meinen Vorträgen mache, so dieses Spektrum von 4 Jahrzehnten irgendwie, was sich verändert hat auf der Welt, mhm, aufspannen kann, finde ich sehr angenehm. Und ich mache weiter, ja, auf jeden Fall. Okay. Jetzt fühle ich mich schlecht, ich bin jetzt irgendwie knapp 50 und ich habe schon immer öfter so über die Jahre, habe immer gesagt, ich bin zu alt für sowas oder es tut halt öfter der Rücken weh, die Knie weh und so weiter. Ja, tut mir schon, natürlich. Ich mache es denn trotzdem, ja, okay, aber hast du diese Gedanken gar nicht oder überwindest du dich? Ich überwinde mich. Okay. Natürlich tut mir das Knie weh, ja. Meine Frau ist ein paar Jahre jünger, die ist voll fit, die läuft mir immer davon, mhm, ist mir wurscht, ich laufe hinterher und ich komme aber hoch, ja, weil das Foto ist es ja. Wir Fotografen sind alle wahnsinnig, mhm, und wir brauchen im Grunde genommen dieses tolle Licht am Morgen. Also steige ich früh um 3 los in der Eiseskälte, um bei Sonnenaufgang oder im ersten Licht dann oben zu sein. Mhm. Und da ist, ich würde ohne das Bild, ohne die Kamera nie da hochgehen. Da schlafe ich auch lieber noch, mhm, und bleibe im Schlafsack liegen. Das Fotografieren treibt mich an und das wird so bleiben. Also das ist, solange ich meine Themen finde und mein Publikum habe, das ist halt dieser Dreiklang. Reisen, fotografieren und dann das Präsentieren, das gebe ich schon zu. Wenn du deine Bilder zeigen kannst, dann hat es natürlich schon auch mal eine Motivation, als wenn sie nur auf den Festplatten vergammeln. Mhm. Ja, das glaube ich, ja. Okay, sehr gut. Also, haben wir alle noch, bis wir auch 100 sind, was vor uns. Ich sag das ja auch sehr häufig, die Kamera ist immer nur die Ausrede, um den Hintern vom Sofa zu kriegen. Und ja, sehr gut. Bleiben wir dabei. Wird Reisen nicht irgendwann langweilig für dich nach 40 Jahren? Nein. Hast du es nicht langsam gesehen? Die Welt kann man gar nicht gesehen haben, da brauchst du 1000 Leben. Ich meine, ich habe mir auch nie so als Ländersammler gesehen. Ich habe gut 100 Länder gesehen, es gibt also von daher sowieso nochmal 100 Länder. Und ich habe es ja gerade vorhin erzählt, erst die Wüsten, dann das Eis, jetzt die ganze Erde. Mein Gott, die Erde ist so groß. Und ich brauche halt immer Themen. Also einfach wirr auf der Welt umherreisen, würde ich nicht machen. Ich würde auch ohne Kamera nicht reisen. Wenn ich ohne Kamera bin, dann machen wir ganz normal Urlaub in Italien. Ja? Aber wenn es um ferne Länder geht, ist immer die Kamera mit dabei. Und es gibt immer ein Projekt, einfach so drauf losreisen. Mache ich nicht. Das war in Island oder auf La Palma der Vulkanausbruch. Das hat mich nicht gereizt, weil es passte nicht in mein Projekt und dann fahre ich dann auch nicht hin. Mhm. Und so sind diese Projekte für mich einfach Aufgabe, aber auch einfach auch Leidenschaft, die dann einfach toll zu machen. Okay. Jetzt musst du ja am Reisen, man denkt ja immer so ein bisschen Reisen, fremde Länder ist halt schön und genießen und so. Kannst du auf den Reisen auch mal genießen oder bist du nur im Stress quasi, weil du deine Bilder auch liefern Nein, musst? Nein, natürlich genieße ich das. Ich genieße es dann auf meinem Display zu gucken von der Kamera. Boah! Und dann, wenn ich es ist so schön, wenn du früh um 3 hochgehst, dann hast du tolle Morgenlicht und dann, sagen wir, um 9 ist Licht schlecht, dann steigst du vom Berg runter, unten steht vielleicht das Motorrad und das Zelt steht daneben, da machst du dann Kaffee und machst ein gescheites Frühstück, aber du hast schon die tollen Bilder. Mhm. Und dann ziehe ich sofort das Notebook raus, Speicherkarte rein und dann werden die Bilder gleich angeguckt und ich bin selig. Ja? Das ist... Dankeschön. Da ist natürlich auch die Digitalfotografie geeignet, dich auch mal gleich wieder zu motivieren. Mhm. Früher musste ich 3, 4, 5 Wochen warten, bis ich dann vom Fotolabor die Filme zurück hatte. Das war dann manchmal sehr angstvoll. Aber heute bin ich dann immer total glücklich, wenn die Bilder dann da sind. Mhm. Und mal andersrum muss ich aber auch sagen, wenn es mal 3 Tage gar nichts geht, sagen wir mal irgendwie so zugezogener Himmel und nichts läuft, dann wäre ich schon nervös. Also. Das glaube ich, ja glaub ich. Weil letztlich, du musst halt auch, irgendwann musst du liefern. Es darf mal ein Tag schlechtes Wetter sein. Aber ja, aber es gibt wenig Reisen, wo ich, also so eine normale Reise bringe ich so 10.000 Bilder nach Hause, sagen wir 3 Wochen weg. Mhm. Ich bin nie so lang weg. Mhm. Ich halte überhaupt nichts davon, als Fotograf jetzt 6 Monate wegzugehen, weil dann geht, glaube ich, geht die Motivation zurück. Das hältst du nicht durch. Mhm. Weil das Reisen ist doch anstrengend. Mhm. Ich sehe es als Reise, ich genieße auch die Reise, ich genieße auch schöne Momente ohne Kamera, wo man vielleicht dann irgendwie abends am Feuer sitzt und sich über irgendwas unterhält oder so. Also auch ganz ruhige Momente. Aber trotzdem ist es anstrengend. Und das machst du 2, 3 Wochen lang. Und dann bin ich sehr froh, dass ich dann wieder nach Hause gehe. Mhm. Ich bin keiner, der über eine ganze lange Distanz weg ist. Ich glaube,
das macht doch kein Filmteam, kein Fernsehteam. Mhm. Ist nicht finanzierbar, mhm. aber du kriegst es mental auch nicht hin. Mhm. Wenn du 18 Stunden am Tag ans Fotografieren denkst, mhm. dann bist du froh, nach 14 Tagen wieder rauszukommen. Verstehe ich. Und das sind ja sauschwierige Länder, wo du dauernd Probleme hast mit Zollbeamten, mit irgendwelchen korrupten Polizisten. Und ich denke mir manchmal, ärgert du mich nur. Ich bin in 4 Tagen zu Hause, du hockst noch in deinem Scheißbüro. Also zum Polizisten, denke ich. Ich verstehe. Reden wir über das Fotografieren. Womit fotografierst du aktuell? Welche Kamera? Ich fotografiere mit der Nikon D5. Ja. Habe also eine riesen Ausrüstung. Bin noch nicht umgestiegen auf spiegellose Kameras, weil ich angefangen habe 2017. Da war die D5, D6, also war eben dann State of Art bei Nikon. Und dann habe ich halt eine wunderbare Palette an Objektiven. Meine Lieblinge sind 105 mm 1:1,4, 28 mm 1:1,4, also die hohe Lichtstärken wegen der Schärfentiefe, einfach um die Freistellung zu erreichen. Habe das wunderbare 180 bis 400 mit integrierten Konverter, saumäßig schwer, aber echt toll für die Landschaftsfotografie, Naturfotografie. Habe also eine große Nikon-Ausrüstung, bin froh natürlich, früher hatte ich in Analogzeiten Mittelformat und eine Nikon-Ausrüstung und eine Leica-Ausrüstung, 3 Ausrüstungen auf dem Motorrad plus Video. Das hat sich also ein bisschen reduziert. Ja. Kein Blitz, ein schweres Stativ, Magic Ball von Novoflex, so dieses, der hat jetzt seit 25 Jahren auf dem Buckel, der hat kaum mehr Farbe drauf. Und also eine sehr hochwertige, aber trotzdem überschaubare Ausrüstung. Ja. Ich habe keine Filter dabei. Und werbe natürlich jetzt bei einem neuen Projekt, das ab 23 dann vielleicht wieder kommt, werde ich eine aufspiegellose Kamera so stellen. Okay. Finde ich jetzt noch spannend. Nikon D5, D850 gibt es ja auch schon ziemlich lange. Ich denke jetzt, weil du ja sehr hochauflösend präsentierst und druckst. Die D5 hat, glaube ich, nur 24 Megapixel. Völlig wurscht, weil der Beamer hat 2 Millionen Pixel. Ja. Also die Beamer haben 2K oder 4K, also von daher. Hast du Puffer? Okay, ich verstehe. Absolut Puffer. Und man muss sich ja auch mal klar sein, meine Bildbände sind groß, sehr groß, aber du kannst da auch mit 20 Millionen Pixel kannst du ohne Probleme Doppelseiten drucken, das ist überhaupt kein Thema. Und lieber habe ich einen sehr dynamischen Sensor, der mit wenig Licht gut umgehen kann, als dass ich 45 Millionen oder noch mehr Pixel habe und es fängt sofort zum Rauschen an. Okay. Ja. Ich bin aber da gar nicht so ein Technikmensch. Da muss ich vielleicht noch ergänzen, weil das habe ich in der Buch gelesen. Du hast ja analog angefangen zu fotografieren und du schreibst in dem Buch eigentlich sehr schön. Du denkst nicht in Photoshop und zuschneiden und so weiter, sondern du machst das Bild fertig und es wird nachher nicht mehr zugeschnitten oder kaum noch zugeschnitten. Nee. Ich bin ja die Dia-Schule gegangen. Genau. Am Dia war nichts zu verändern. Es war nichts, weder der Ausschnitt zu verändern, noch irgendwie die Farben. Das Dia war das Dia. Mhm. Und so passt in der aller Regel aufs erste Mal das Bild. Erstens passt der Ausschnitt, ich crop nie oder gehe dann nochmal später rein. Und die Belichtung passt bei mir auch, weil ich einfach weiß, wie ich belichte. Und klar kann ich jetzt noch ein bisschen rauf und runter gehen. Heutzutage mit RAW ist das natürlich kein Thema. Aber in der Regel ist diese Dia-Schule eine gute Schule auch für die Digitalfotografie gewesen. Mhm. Und manipulieren kommt für mich eh nicht in Frage. Bearbeiten maximal eine Minute pro Bild. Also da werden einfach nur automatisch die Tonwerte schnell gerade gestellt und fertig. Ja. Also es ist eher dann tricky, die Bilder fit für den Druck zu machen, für den Buchdruck, dass man da wirklich auch tolle Farben hat oder auch in der Projektion wirklich auch den Top-Beamer hat, um dann auch entsprechend zu projizieren. Aber ansonsten arbeite ich mit Lightroom, aber das ist bei mir kein Hexenwerk. Ich kann das auch gar nicht wirklich. Okay. Wenn du jetzt das nächste Mal losfährst, sagen wir mal mit Motorradreise, eine Kamera, du darfst nur ein Objektiv mitnehmen. Was willst du mitnehmen? Was ist das Objektiv, was immer dabei sein muss? Das eine. Das geht bei mir nicht. Ich würde sagen, zwei muss ich mitnehmen. Zwei. Ich brauche einen 28 mm Weitwinkel und der 200er Tele. Und der 200er, okay. Ja, aber wenn du mir, also eins ist wirklich ganz saublöd. Dann würde ich eher noch das 28er Weitwinkel mitnehmen. Und letztendlich mache ich aber doch auch viele Bilder im 400 mm Bereich und mache auch viel mit 14 mm. Ich brauche die Objektive und ich brauche die Hohlichtstärken, um einfach dann die Leute freigestellt zu bekommen. Also der Kamerarucksack, der wiegt einfach 20 Kilo, da ist nichts zu machen.
Dann lasse ich lieber ein Ersatz-T-Shirt zu Hause. Okay. Prioritäten, alles klar. Drohne. Drohnenfotografie wird ja auch immer wichtiger. Mit welcher Drohne bist du unterwegs? Die Mavic 2, Pro. Jetzt gibt es ja die Dreier, aber ich habe die Mavic 2 Pro, aber davon habe ich drei. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Weil entspannt fliegen kann ich nur, wenn ich zwei Ersatzdrohnen im Rucksack habe. Weil da riskierst du einfach mehr. Mhm. Und ich habe so die verrücktesten Sachen erlebt, wie ich die Drohnen verloren habe, abgestürzt, Abstürze gehabt, alles. Mhm. Ja. Und Drohnenfotografie, eine völlig neue Dimension. Ich als alter Hase kriege völlig neue Technik auf einmal an die Hand, aber es lenkt auch vom normalen Fotografieren ganz schön ab, weil du guckst immer so ein bisschen aus Pilotensicht und kostet ja auch richtig Zeit. Mhm. Bei einem Flug bleibt es selten, dann sind schnell mal eine Stunde verblasen. Ja. Und du machst währenddessen ja keine normalen Bilder. Und du hast auch viel administrative Probleme in den Ländern, wo ich unterwegs bin. Oman, Indien, überall streng verboten. Mhm. Musst reinschmuggeln, bist immer so auf der Flucht ein bisschen. Mhm. Ja, und dann halt die ewigen Abstürze. Und ich war in Spitzbergen auf dem Schiff, auf der Origo mit 9 anderen Fotografen. Und es hatte widrigste Bedingungen. Und 3, 4 hatten Drohnen dabei, die gleichen wie ich. Und die haben mich dann immer aufgeweckt nachts. Michael, komm, flieg du erst mal. Weil die wussten, ich habe 3 Drohnen und flieg riskanter. Und die Dinger hat so brutal gepfiffen, Windstärke 8, 9 und hat weggeweht. Aber wenn meine wieder zurückkamen, dann haben auch die ihre ausgepackt. Und jetzt habe ich einfach immer 3 Drohnen dabei. Aber jetzt bin ich im März wieder in Spitzbergen im Winter. Und jetzt möchte ich natürlich auch die neuen Modelle kaufen. Jetzt kann ich noch riskanter fliegen, weil es ist mir wurscht, wenn die alten verschwinden. Okay. Wobei das Blöde ist ja, wenn eine Drohne verschwindet, ist das Bild weg. Ja, klar. Das ist das Schlimme. Genau. Du siehst es auf dem Monitor, also zurückkommen sollte sie. Ich habe auch schon lange gesucht nach Drohnen. Mhm. Nur ob sie dann crasht, das ist dann nicht so schlimm. Okay. Reden wir mal über Menschenfotografie. Die Brücke wäre, du hast in einer Story schreibst du, dass du teilweise eine Insta-Kamera dabei hast. Hatte, um die Leute quasi mit einem Foto zu bezahlen, so ein bisschen oder anzulocken. Ja, bezahlt habe ich nie in dem Sinne für Bilder. Ja? Das wär auch entwürdigend. Mhm. Ich würde mal sagen, das Wichtigste ist bei einer Menschenfotografie in Ländern, in denen ich unterwegs bin, ich muss irgendwie Vertrauen aufbauen, ein Verhältnis aufbauen. Das kann auch bei einer Marktfrau der Einkauf ihres Gemüses sein, das ich nicht wirklich brauchen kann. Das Aborigine zum Beispiel gelten als sehr schwierig zu fotografieren. Da hatte ich mal in Australien die Situation, die sind mit dem Plattfuß an der Piste stehen geblieben. Ich habe ihnen geholfen, habe ihnen eine Stunde geholfen, den Reifen zu reparieren. Ja, dann ist es doch viel einfacher zu fragen, ob ich die Großmutter auf dem Rücksicht fotografieren kann, weil da ist schon ein Verhältnis da. Mhm. Also du musst immer versuchen, zu den Menschen, die du fotografierst, ein wie immer geartetes Verhältnis aufzubauen. Mhm. Und früher, wie du gerade erwähnst, war die Polaroid-Kamera ein bisschen ein Katalysator, weil die Leute keine Bilder von sich besessen haben, noch nie ein Bild von sich gesehen haben. Und dann haben wir oft mal Polaroid-Fotos angeboten, war schwierig auch zu kontrollieren, die Situation, weil dann ganze Dorf kam und die Filme gleich alle weg waren. Heutzutage, ich hab noch so viele Filme zu Hause, hatte ich in der Mongolei kürzlich eine Polaroid-Kamera dabei. Die haben sich totgelacht. Die haben einfach Bilder mit ihren Smartphones von uns gemacht. Ja? Also es hat sich komplett umgedreht. Ja, mit der Polaroid-Kamera brauchst du halt nicht mehr kommen. Was ich aber auch, wie gesagt, zahlen nein, das finde ich entwürdigend. Ich kaufe oft in den Ländern, in den Läden, Lebensmittel, vielleicht ein bisschen Mehl oder Feuerzeug oder eine Taschenlampenbatterie und verschenkt dann sowas. Ja. Luftballons oder Kugelschreiber oder Bonbons geht wirklich nicht. Ja. Das ist, kann man nicht machen, finde ich. Das ist, was die Gesundheit der Kinder betrifft, auch neue Bedürfnisse werden damit geweckt. Aber ich finde schon auch in Ordnung, dass ich als Profifotograf, der mit meinen Bildern Geld verdient, auch für ein Foto mich revanchiere, aber nicht mit Geld, sondern vielleicht, wenn ich heute hier rausgehe, dann schenke ich dir auch vielleicht mein Buch einfach als Dank. Mhm. Ja? Und so kann man das da auch machen. Okay, ja, sehr gut. Okay. Und da, was noch ganz wichtig ist, bei Menschen nicht in Gruppen auftreten. Es kommt darauf an, wie du auf die Leute zugehst. Ich verstehe manche Fotografen und Fotografinnen nicht, die nicht mal ihre Sonnenbrille abnehmen. Oder manche Motorradfahrer nehmen den Helm nicht ab.
die Leute müssen dich einschätzen können als Fotograf. Und wenn dann 2, 3 Leute auf einmal mit Kameras in eine Hütte eindringen und anfangen zu fotografieren, ja, geht nicht. Hm, das ist einfach die Regeln der Höflichkeit beachten und bitte alleine sein oder mit Partnerin oder Partner, aber keine 2 Kameras. Okay, dann habe ich hier noch eine Frage stehen. Du fotografierst zu 99% quer, hast du gesagt, weil du immer an Leinwand denkst natürlich. Ne? Hast aber auch den Konflikt, dass du halt auch Bildwände machst, wo du Hochformat brauchst, aber du denkst quer. Ne? Ich denke quer. Denk total quer, und wenn ich ein Bildband, ein abfallendes Bild habe, das ist dann eben Hochformat, nehme ich es aus dem Querformatbild. Einfach raus. Ganz selten, dass ich auch mal die Kamera drehe. Ja? Weil ich kann diese Bilder für die Projektion nicht brauchen. So Überblendskreuze nennt man das, macht man nicht. Und insofern geht es nur Querformat. Ich bin froh über das Format 3:2. Ich verstehe Fotografen nicht, die in 16:9 fotografieren. 16:9 ist für mich Videoformat. Und 3:2, Oskar Barnack, der hat schon gewusst, das ist der goldene Schnitt. Das ist das Format der Fotografie, und bei dem bleibe ich auch. Okay. Lieber Sebastian, falls du dieses Video, er wollte zuschauen, Querformat. Sebastian ist mein ehemaliger Arbeitskollege, und wir haben uns immer gezofft, weil er immer ein Hochformat denkt, weil Instagram. Und ich sage, ich gucke quer. Ich fotografiere doch nicht für Instagram. Ich fotografiere für meine Projektion, für meine Leinwände. Und ja, die sind 3:2. Aber es ist natürlich tatsächlich ein Thema. Das wäre jetzt nämlich meine letzte Frage. Wie wichtig ist Social Media für dich geworden heutzutage? Es ist unverzichtbar, um quasi Kontakt zu den Zuschauern zu halten, um Veranstaltungen vielleicht zu bewerben, mit bezahlter Facebook-Werbung. Aber warm werde ich damit nicht. Mein Medium sind Bücher, mein wirkliches Medium ist die Bühne, ist live. Und ich habe jetzt zum ersten Mal mit einem gestreamten Vortrag versucht, bin aber auch da nicht ins Studio gegangen, sondern habe es quasi von der Bühne live gestreamt. Ja? Und diese Live-Atmosphäre kann man auch da rüberbringen. Ja? Und Social Media, klar, ist auch live, wenn ich hin und her chatte, aber ich finde so, wenn Corona mal vorbei ist, dieser 1:1-Kontakt zum Publikum unbezahlbar. Das wäre das Stichwort so ein bisschen. Wir haben die ganze Zeit eingeblendet unten im Bildschirm die Webseite von dem Michael, und da gibt es tatsächlich einen Livestream zu dem Buch. Er hat einen Vortrag gemacht zu dem Buch, und den gibt es also live, nicht live, sondern den kann man sich jetzt im Nachhinein anschauen auf der Webseite von ihm. Und es gibt einen Gutscheincode, der ist eingeblendet, damit kriegt man 20% Rabatt. 20% genau. Rabatt. Und dann hat man 2 Stunden, 10 Minuten die Show auf der Bühne quasi gestreamt in Top-Qualität. Und ja, über den Code, der 20Welt22 heißt, kriegt man halt dann einfach 20% Rabatt auf den Karten. Wie lange ist der, ich muss das mal angeben, wie lange ist der gültig? Der gilt es noch. Ganze Jahr. Ganze Jahr. Ja. Also bis Ende des Jahres ist der gültig. Ich habe den geschaut, den Vortrag, lohnt sich. Eben über 2 Stunden, ohne dass der Stefan dazwischen quatscht, nur der Michael erzählt. Ich habe geredet um mein Leben, ja. Es war, also mein Schreiben ist das eine, aber auf der Bühne stehen, das liebe ich einfach. Ja, okay. Da bin ich mit meinen Fragen so ein bisschen durch. Aber ihr habt mir im Vorfeld Fragen geschickt, die würde ich gerne hinten anhängen, und dann machen wir offene Fragerunde. Björn hat geschrieben, Björn hat übrigens 10 Euro bezahlt. Vielen Dank, Björn, dass du uns das Bier bezahlt hast, was wir hier gerade trinken. Björn Prost. Fragt, genau, Prost ist das Stichwort. Wie schaffst du das, die Kamera immer bereit zu haben auf dem Motorrad? Also nützt du zum Beispiel eine Hüfttasche oder wo transportierst du deine Tasche auf dem Motorrad? Hüfttasche ist extrem gefährlich, kann auch von jeglichem Rucksack auf dem Motorrad abraten, weil das könnte zu einer Querschnittslähmung führen. Beim Sturz auch Hüfte zerschmettern, künstliche Hüfte. Nee, ich muss total frei von Kameras auf dem Motorrad sein. Der beste Platz für Kameras auf dem Motorrad, von der Zugänglichkeit, von der Erschütterung, ist der Tankrucksack. Turatech zum Beispiel hat eigene Fototankrucksäcke. Und da kriegst du natürlich nicht so viel rein, kriegst halt ein Body rein und 3 Objektive. Und wenn es dann sein muss, die größere Ausrüstung, die habe ich dann hinten auf meinen Aluboxen dann quasi nochmal mit Gurten verteut, aber dann wird es schon wieder aufwendig. So kann ich manchmal sogar Bilder vom Motorrad machen und sitzen bleiben. Das Problem bei den Motorradbildern ist natürlich, dass wenn ich mich auf dem Motorrad fotografiert haben möchte, dann brauche ich einen zweiten Fotografen. Ja.
Okay, in dem Buch beschreibst du es auch. Ich habe zwar Motorradführerschein, aber ich fahre nicht. Das kostet auch viel Überwindung, weil Motorradfahren halt körperlich anstrengend ist. Und du musst ja im Grunde, wenn du es ordentlich machen willst, absteigen und Handschuhe aus, Helm ab und so weiter. Genau, ein Riesenaufwand. Und dann bedrückt man sich immer selber und denkt immer, ach, das Motiv kommt nochmal. Ja? Und weil du willst nicht absteigen, du möchtest weiterkommen. Und dir ist kalt oder ganz übel sind auch Pulkas, diese Schlitten. Ich bin zum Südpol und zum Nordpol mit Pulkas gegangen. Die sind fest verbunden und ist die Kamera, da fummelt sie dann bei minus 30 Grad im Schneesturm erstmal das Ding auf, um an die Kamera ranzukommen. Also zwei Dinge. Die beste Kamera ist diesmal ist diejenige, die man dabei hat, Punkt 1, und zweitens, die zugänglich ist. Mhm. Und da sind kleinste Hindernisse schon schwierig, weil man dann seinen inneren Schweinehund überwinden muss. Mhm. Also die Sachen echt zugänglich halten oder die Ausrüstung separieren. Ein Teil der Ausrüstung eben zugänglich halten und die andere dann eben ein bisschen verpackt haben. Okay, Andreas hat gefragt, wie filmt man während der Fahrt? Filmst du auch während der Fahrt? Ja, also beim Motorradfahren oder auch wenn ich, sag mal, im Helikopter bin, habe ich oft dann auch immer mal eine GoPro einfach oben drauf noch, um das einfach als Kamera mitlaufen zu lassen. Ansonsten haben wir eine Osmo manchmal, dass auch der Fotograf, der Jörg Reuter, hinten auf dem Motorrad Platz genommen hat und dann stabilisiert mit der Osmo mitgefilmt hat. Also das ist heutzutage Standard. Du kannst keine verwackelten Motorradaufnahmen mehr bringen. Diese Stabilisierung ist einfach normal geworden. Also das mache ich schon. Dann Robert schreibt, wie hat Michael das mit der Stromversorgung in der Antarktis und in Sibirien gemacht? Muss man unterscheiden, ja, weil Antarktis wirklich ein großes Problem. Sibirien oder auch die Wüsten draußen an der Welt geht, weil die Leute, die dort leben, die haben in der Regel ja auch, haben sie in ihrer Jurte, in ihrer Spitzjurte einen Fernseher drin stehen, haben irgendein Solarsystem mit Batterien, wo du dann dich dann quasi auch mit dem Laden bedienen kannst, selbst auch irgendwo in der Sahara oder in der Namibia. Es gibt immer wieder Tankstellen, wo du vielleicht auch nachladen kannst. Ich habe natürlich schon mehr Akkus. Ich habe 8 Drohnen-Akkus, habe 3, 4 Kamera-Akkus und nütze jede Ladegelegenheit. Aber die Zahl der Steckdosen auf der Welt ist höher, als man denkt. Ja? Und wenn du dich jetzt wirklich in der Antarktis mit Skiern bewegst, völlig weg von jeder Erdemöglichkeit, habe ich es versucht mit diesen Solarpanels, aber du kriegst den Ladestrom für die Gerätschaften, die heute ein Profifotograf dabei hat, ja, überhaupt nicht her, den Ladestrom. Also läuft doch dann wieder auf viele Akkus hinaus. Mhm. Ich war in Kamtschatka im Schneesturm in der Hütte gefangen. Wir hatten einen Generator. Das Feuerholz war schon ausgegangen, aber es gab noch Benzin. Der Generator lief. Und da habe ich mal die Gerätschaften gezählt, die der Jörg und ich da angesteckt hatten. Es waren 30 Geräte, die da luden mit vielen Steckdosen, Mehrfachsteckdosen, die wir alle von zu Hause mitgebracht haben, weil der Generator hat nur eine Steckdose. Ja. Oder ganz unromantisch, als Elli und ich durch den Himalaya gezogen sind, haben wir 8 Pferde gehabt. Mhm. Wir waren zu zweit, Pferdetreiber, Koch und Guide. Und ein Pferd war das Fotopferd, das lief immer bei uns. Mhm. Da waren 2 Stative drauf und die Kameras, die Videoausrüstung, das war unser persönliches Pferd. Und dann gab es noch ein Generatorpferd. Mhm. Das arme Viech musste einen großen Honda-Generator schleppen und auf der anderen Seite den Benzinkanister dazu. Weil wir jeden Abend im Lager, Zeltlager, irgendwo im Himalaya, das Ding angeschmissen haben und geladen haben. Das ist so. Unromantisch, aber wahr. Okay, ja, sehr gut. Stefan sagt, hast du Angst vor Diebstahl und wie machst du das mit Backups unterwegs? Also Angst vor Diebstahl habe ich immer weniger, weil mir noch nie was auf Reisen geklaut worden ist. Noch nie irgendwas auf Reisen weggekommen ist. Ja, sehr schön. Es gab einen schweren Diebstahl in meinem Leben. Meine gesamte analoge Ausrüstung im Wert von damals über 50.000 Euro ist gestohlen worden. In meinem Haus in München, im angeblich so sicheren Bayern, eingebrochen worden, alles weg. Aber auf Reisen ist gut versichert, habe ich noch nie gebraucht, ist noch nie was weggekommen. Wo ich in der Tat extrem vorsichtig immer bin, sind die Speicherkarten, waren früher die Filme, die habe ich immer an mir gehalten, habe sie in meinen Schlafsack mit reingetan, habe die wie mein Augapfel gehütet, die Filme. Es waren bis zu 200 Rollen, die ich mitgeführt habe, belichtet und unentwickelt natürlich. Und habe sie dann immer gut nach Hause gebracht. Bei den Speicherkarten ist es halt einfacher. Ich mache natürlich meine Backups und habe Festplatten und tue die Speicherkarte
Ich habe verschiedene Speicherkarten, aber die lösche ich immer wieder, weil so viele Speicherkarten kann ich gar nicht haben, kann es gar nicht zahlen. Mhm. Und deswegen habe ich einfach drei verschiedene Festplatten. Eine lagert dann vielleicht bei meinem Reisepartner, bei der Ellie im Gepäck oder beim Jörg und zwei bei mir und ich sichere das dreifach und also in die Cloud hochladen, es geht nicht, weil kein Internet in den Regionen ist und insofern ist es sehr beruhigend, auch zu Hause. Eine Speicherplattengeneration, Festplattengeneration ist komplett im Schließfach und da wird nichts passieren. Mhm. Okay. Also ganz langweilig altmodisch, einfach mehrere Festplatten verteilen in der Gruppe, dass wenn ein Rucksack geklaut wird, nicht alles weg ist. Genau. Ja. Okay, verstehe ich. Nochmal Angst. Peter fragt, hast du Angst, wenn du nachts in fremden Ländern zeltest? Nee. Man muss halt ein paar Regeln beachten. Ja? Also am besten nicht gesehen werden dabei, wo man sein Zelt aufschlägt. Mhm. Das ist einmal in Mali passiert. Da haben wir ein Zelt aufgeschlagen, wussten nicht, dass wir in der Nähe von einem Dorf sind und sind nachts dann überfallen worden. Mhm. Ich habe doch vorhin gesagt, mir ist noch nie was weggekommen. Da ist mir zunächst mal alles weggekommen. Kameras, Pässe, Geld, alles, es waren verschiedene Sachen weg. Nur haben wir das am frühen Morgen dann in der Dämmerung alles wiedergefunden, unter Büschen verstreut, komplett zerfleddert und es fehlten 500 Euro. Die gehörten aber nicht mir, die gehörten meinem Reisepartner. Mhm. Pech gehabt. Und meine Kameras, die wollte kein Mensch haben und auch die Pässe wollte kein Mensch haben. Da war einfach die Nähe zur Ortschaft das Problem. Mhm. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder bleibe ich unentdeckt oder ich gehe zum Ortsvorsteher oder zu irgendeinem Bauern, der dort vielleicht sein Gehöft hat und frag ganz offensiv, darf ich bei dir schlafen? Begebe mich in die Obhut. Und dann bin ich auch sicher. Mhm. Was schlecht ist, ist einfach am Stadtrand zu zelten oder am Dorfrand ungefragt. Dann kriege ich nachts ungebetene Besuche oder kann ich bekommen. Mhm. Aber generell halte ich die Gefahr in der deutschen Großstadt, im Bahnhofsviertel, für wesentlich höher als irgendwo draußen in der Welt. Mhm. Das hat die Ulla übrigens auch gesagt. Angst hat sie nur am Bahnhof in der Stadt und nicht, wenn sie irgendwo... Ja, also generell wird die Gefahr von Reisen in fernen Ländern völlig überschätzt. Also das Gefährlichste ist der Straßenverkehr. Mhm. Ja, das schreibst du in dem Buch auch, dass das so wahrscheinlich, wie schreibst du das, glaube ich, dass du sehr wenig ÖV benutzt und deswegen wahrscheinlich noch am Leben bist. Ja, genau. So ein bisschen. Also öffentliche Verkehrsmittel sind in zweifacher Hinsicht problematisch. Ich gebe zu, man würde gute Geschichten bekommen, ja, kann viel erzählen und kann auch Kontakte machen, kann sich auch schräge Bilder machen in irgendwelchen peruanischen Omnibussen. Aber wenn du in Peru in Omnibus steigst, dann filmen sie dich mit einer Videokamera und du musst deinen Namen in die Videokamera sagen, damit später deine Leiche einfacher identifiziert werden kann. Also das sollte schon mal zu denken geben. Und ich will das aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich fahren. Und zweitens, als Fotograf, du leidest doch wie ein Hund, wenn du im Abendlicht die schönsten Landschaften fährst und kommst aus dem Bus nicht raus. Das geht nicht. Also ich bin immer mit eigenen Verkehrsmitteln unterwegs. Okay. Dann habe ich noch eine Frage. Sandra fragt, wenn du allein in fremde Länder reist und Ellie ist nicht dabei, hat sie dann Angst um dich, wenn du drei Wochen weg bist und irgendwie, keine Ahnung, Beruf? Ach nee, die weiß, dass ich eigentlich vorsichtig bin, überlegt und auch Glück habe. Ich habe immer Glück gehabt in meinem Leben. Ja. Mhm. Es ist nie was ganz Schlimmes passiert und ich melde mich oft auch. Also Handynetz ist so gut ausgebaut heutzutage, teilweise besser ausgebaut als Deutschland. Überall außer in Deutschland. Ja, richtig. Also selbst Äthiopien hat flächendeckendes Handynetz und da WhatsAppen wir genauso. Mhm. Ja. Und wenn mal gar nichts geht, irgendwo Antarktika oder so, dann habe ich ein Satellitentelefon und melde mich dann auch jeden Tag oder alle zwei Tage. Sie kann sich bei mir nicht rühren. Und ich habe ja auch Kinder, ich habe ein Enkelkind. Ich möchte wissen, was los ist. Und ich habe immer die Dateinote von meiner Tochter, wusste ich am selben Tag noch. Also das Kommunizieren mit zu Hause ist kein Thema. Okay, das waren so ein bisschen die vorbereiteten Fragen. Jetzt kommen hier nebenbei schon ganz einen Haufen Fragen rein. Ich frage mal nebenbei. Ach so, eine Frage, die mir gerade noch gekommen ist. Du hast gesagt, du hast einen 20-Kilo Fotorucksack. Welchen Fotorucksack hast du oder welche Marke? Ich habe Mindshift, habe ich als Fotorucksack. Aber ich habe
Deuter bringt jetzt gerade einen neuen Rucksack raus, Fotorucksäcke raus. Da habe ich mitentwickelt und die sind noch nicht auf dem Markt, die kommen in Kürze auf den Markt. Und so wie ich das sehe, sind die sehr praktikabel, die Dinger. Mhm. Ja. Es ist halt immer die Sache beim Fotorucksack, dass du einerseits gute Zugänglichkeit brauchst zu den Kameras, aber auch einen Tragekomfort. Mhm. Und da muss ich sagen, war ich mit manchem Fotorucksack schon unglücklich, weil die einfach nicht den Tragekomfort meiner normalen Rucksäcke hatten ja, und auch nicht so stabil waren. Das bin ich mal gespannt. Okay, also liebes Deuter-Team, falls ihr zuschaut, es gibt hier einen Fotoreviewer im Raum, der sich den gerne anschaut. Wie hat sich der Markus Koch fragt, Michael, wie hat sich die Welt in deinen Augen in den Jahren verändert? Wie war es früher, wie war es heute? Kann man da, ja. Die Welt hat sich absolut verändert. Es ist, wenige Landschaften haben sich verändert. Natürlich, der Klimawandel führt dazu, dass die Gletscher schmelzen, dass wir weniger Meereseisbedeckung haben. Die Desertifikation führt dazu, dass die Wüsten sich ausbreiten. Aber diese Veränderungen sind jetzt nicht so offensichtlich. Die eigentliche Veränderung, die ich in diesen 40 Jahren Reisen erlebt habe, ist der Kulturwandel. Mhm. Ist im Grunde genommen das Verschwinden von traditionellen Baustilen, von traditioneller Kleidung, von traditionellen Denken, dieses, sag mal, wenn es um Musikstücke geht oder um Gedichte, die die Kinder können oder lernen, das ist alles in Auflösung begriffen. Das haben wir ja auch nicht anders bei uns. Ja? Mhm. Diese Modernität, das hat sich über die ganze Welt verbreitet, sehr schnell, auch ungefragt bei den Leuten. Und das Afrika, das ich vor 40 Jahren als 18-, 19-Jähriger erlebt habe, das gibt es nicht mehr. Ich will das jetzt, um Gottes Willen, ich gönne den Menschen den Fortschritt, weil viel mehr Infrastruktur existiert. Es ist auch Strom in die Dörfer gekommen. Es gibt viel mehr Dispensaries, also kleine Krankenhäuser. Die Leute sind geimpft und sterben nicht mehr an den lapidarsten Krankheiten. Aber für uns als Fotografen war es natürlich schöner, dass die Menschen früher vielleicht ein Tongefäß auf dem Kopf hatten, um das Wasser vom Brunnen nach Hause zu tragen, als heute ein Plastikeimer. Mhm. Oder man kennt ja diese geschwungenen weißen Plastikstühle aus China. Die sind wie eine Seuche auf der ganzen Welt. Früher hatte ich noch Schemel aus Holz fotografiert, die mit Leder bespannt waren. Mhm. Das war halt alles organischer. Mhm. Und sind wir ehrlich, wir lieben natürlich dieses Alte als Fotografen. Mhm. Die Zuschauer lieben auch dieses Traditionelle. Mhm. Ja. Und dieser Kulturwandel ist nicht aufzuhalten. Und irgendwann werden wir alle die gleiche Musik hören, dieselben Klamotten tragen, dieselben Baustil. Mhm. Und das ist schade. Okay. Was war deine bisher gefährlichste Situation? Ganz gefährlich war es kürzlich auf der Autobahn A3. Nachts um halb vier fahre ich von einem Vortrag zurück und vor mir kehrt ein Falschfahrer auf der Autobahn um und ich verfehle seine hintere Stoßstange um Haaresbreite und ich wäre mausetot gewesen. Shit, und so gibt es ein paar Situationen, die alle in Europa stattgefunden haben, wo ich in Lebensgefahr gekommen bin. Das passiert auf den Reisen, würde ich mal sagen, ist das Motorradfahren gefährlich. Mhm. Ich bin kürzlich in Äthiopien mit dem Motorrad gewesen und bin eine Passstraße gefahren und habe gedacht, ich bin schon auf meiner Spur und dann kommt mir ein Omnibus auf der Gegenspur entgegen und ich bin gerade noch so zur Seite gekommen und der Omnibusfahrer hat den Bus verrissen und wir sind aneinander vorbei. Ich wäre mausetot gewesen. Das hat viel mit dem Straßenverkehr zu tun. Es gab ein paar Probleme mit Minen in Afghanistan, im Tschad. Das sind eher so subtile Gefahren. Ich würde sagen, es wird ab und zu mal gefährlich, aber es ist nicht lebensgefährlich. Ich bin kein Hasardeur. Okay. Gegenfrage quasi, was war das Lustigste, was dir auf der Reise je passiert ist? Oh Gott. Oder mal einen richtig lustigen Schwank aus deinem Leben. Oh Gott, nee, kann ich nicht sagen. Fällt mir jetzt spontan überhaupt nichts ein. Ich jetzt überfragt. Alles gut. Was jetzt witzig ist, weil wir eigentlich die ganze Zeit am Lachen gewesen sind in der Vorbereitung. Aber mehr so Kleinigkeiten. Nee, ist klar. Praktische Frage: Wie vermeidest du während deiner Wüstenreisen Sensorverschmutzungen? Indem ich Sensoren nicht reinige. Klingt jetzt ein bisschen verrückt, weil beim Reinigen mache ich den Sensor, Töpfel wie ich bin, noch dreckiger. Mhm. Ja? Wenn ich an so eine Nassreinigung denke,
ich lasse es einfach. Ja? Ich habe den Sensor nie gereinigt, habe vorhin gesagt, ich bin nie länger als 2-3 Wochen unterwegs. Da ist halt die letzten paar Tage dreckig, dann stempel ich diese Fussel, der dann sich am Rand festgesetzt hat, aus. Ja? Ich habe mit Sensorreinigung so schlechte Erfahrungen gemacht. Ja? Ich lasse die Finger davon. Und generell schaue ich halt, dass der Sensor nicht verdreckt. Also klingt das ein bisschen verrückt für mich als Wüstenfotograf, aber die Wüste ist gar nicht so staubig, wie man denkt. Der Sand ist ja schwer, Staub ist schwierig, aber Sand ist schwer und hält sich ja auch in unteren Regionen auf. Es hilft schon mal, dass du deinen Kamerarucksack grundsätzlich auf der Motorhaube abstellst oder auf dem Motorradsattel, dass du, wenn du auf die Düne steigst, deine Kamera nach oben hältst, weil fast alles sich in den ersten 50 Zentimetern abspielt über dem Boden. Und ich habe früher mal Kratzer in den Filmen gehabt, aber ich habe nie Kameras durch Sand verloren. Das große Problem ist für mich eher die Kälte. Wenn ich von der Kälte in die Wärme gebe, beschlagen mir die immer Sensoren. Und dann habe ich diese Tauflecken auf dem Sensor, die ich auch nicht wieder runterbekomme. Also vermeide ich es, mit einer kalten Kamera in die Wärme zu gehen. Die bleibt außerhalb vom Zelt, wenn dort gekocht wird, und bleibt außerhalb von der Hütte. Und ich nehme nur die Akkus mit rein. Okay. Aber reinigen, ich lasse meinen Sensor immer bei Nikon reinigen nach einer Reise, aber ich habe nie auf der Reise gereinigt. Okay. Felix Röser ist dabei. Felix Röser, hallo Felix aus Nürnberg. Wie wichtig ist für Martin der Austausch mit Künstlern aus anderen Genres, wie zum Beispiel Werner Knaub? Und hat das seine Fotografie beeinflusst? Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Ich höre gern Musik, ich interessiere mich privat auch für Kunst und kreative Sachen, aber da gibt es keinen professionellen Austausch. Vielleicht möchte ich Emil Nolde erwähnen, der zwar durch die NS-Zeit in Misskredit geraten ist, aber der ist ja bekannt gewesen für diese warmen Farben. Und mein Vater war großer Emil Nolde-Fan und ich weiß, wie er mich dann durch Ausstellungen geschleppt hat und diese warmen Farben. Und dann kam er der Fuji Velvia in den 90er Jahren und da habe ich meine warmen Farben zum ersten Mal auch auf Film gesehen. Und auch heute, wenn ich meine Bilder bearbeite und produziere oder eben auch drucke, möchte ich immer diese warmen Farben. Und das geht letztendlich auf meinen Vater und auf Nolde zurück. Aber das ist der einzige Einfluss. Kindliche, frühkindliche Prägung. Okay, ja, sehr, genau. Sehr gut. Der Beachstart fragt, in deinen Vorträgen kannst du dich sehr gut ausdrücken. Lernst du deinen Text wörtlich auswendig oder gibt es freigesprochene Passagen? Es sind alle komplett freigesprochen. Das beste Beispiel ist dieser Livestream, den man sich da anschauen kann. Auf der Website gibt es die Tickets und da sieht man mich 2,5 Stunden lang spontan, ohne dass ich es jemals vorher irgendwie geübt hätte, kommentiere ich da ohne Punkt und Komma und auch nur einmal einen Schluck Wasser zu trinken, einfach durchgehen die Bilder. Wichtig ist, dass die Bilder in richtiger Reihenfolge sind. Und da bin ich wie so ein Stand-up-Comedy. Mir fällt es einfach in der Sekunde ein und kann es dann auf die Sekunde genau kommentieren. Bei meinen großen Multivisionen wie Planet Wüste oder die Wüsten der Erde, da allerdings zeige ich die Vorträge so oft, dass ich irgendwann dann die Sätze einschleifen. Ist auch notwendig, weil dort gibt es ja Musik und die Musik steuert die Bilder und ich muss dann quasi auf den Sekundenbruchteil genau sprechen. Und wenn sich einer zweimal Planet Wüste anhören würde, dann merkt er, dass die Sätze schon sehr ähnlich sind. Aber wenn ich jetzt so einen Vortrag wie Die Welt im Sucher halte, dann ist es komplett spontan. Und meine Mutter war Lehrerin und von meinem Vater habe ich so das Talent für die Farben und fürs Gestalten. Und meine Mutter ist so eine, die von der Sprache kam und die auch im Klassenzimmer mit ihrem Latein niemand gelangweilt hat. Und da habe ich das halt irgendwie, ich habe nie eine Sprachübung gemacht oder Rhetorikkurs. So, Carsten fragt, wie hast du fotografieren gelernt? Das steht in seinem Buch nebenbei, um nochmal Werbung für sein Buch zu machen. Ist das hingekommen? Und erzähle ich auch in diesem Live-Vortrag. Und im Live-Vortrag ist dann halt kompakter, je nachdem, ob du lieber hörst oder liest. So oder ich habe es selbst gelernt. Ich meine, meine Tochter hat Fotografie studiert, ja, an der Fachhochschule. Und ich muss sagen, so viel haben die da nicht gelernt. Ja. Ich finde, man kann Fotografieren wunderbar selber lernen, braucht weder eine Fotografenausbildung, ein Fotografiestudium. Ich hätte es manchmal gern gehabt, ja. Aber letztendlich war das Geografiestudium für mich bei meiner Arbeit viel wichtiger, weil da ich gelernt habe, die Welt zu sehen, die Welt zu verstehen. Und Fotografieren lernen, es gibt
du bist das beste Beispiel als einer, der aber auch, weil du einfach auch sehr viele eben weitergibst an Erfahrung. Man kann sich YouTube-Videos angucken, man kann sich Workshops besuchen. Man muss das nicht in der Lehre oder in einem Studium lernen. Mhm. Und ich habe das weder noch gemacht, habe noch nie einen Workshop besucht, noch nie ein YouTube-Video angeguckt. Mhm. Ich habe es einfach gemacht. Und das Tolle am Fotografieren ist, ich sage es nochmal, man wird immer besser und je älter, desto noch besser wird man. Sehr gut. Das kriegen wir hin, das Altwerden. Ja, genau. Der Uwe fragt, wieso nimmst du keine Filter mit? Ist es dir zu aufwendig oder hat es andere Gründe? Was will ich mit Filtern? Also ich meine, einen Sonnenstern kriege ich, wenn ich die Blende zumache. Mhm. Und einen Polfilter brauche ich heute auch nicht mehr, habe ich früher gerne verwendet. Als ich dann mit Analogfilmen gearbeitet habe, um diesen dunkelblauen Himmel zu bekommen, das kriege ich heute über die Nachbearbeitung, den dunkelblauen Himmel. Und irgendwelche Effektfilter. Nee, also Verlauffilter kann ich auch im Nachhinein machen. Was einen neutralen Grausfilter, den habe ich tatsächlich in der Tasche, dass ich halt mal irgendeinen reisenden Gebirgsbach schön smooth machen kann. Aber das mache ich auch ganz selten. Also ich habe vielleicht jetzt die letzten 100.000 Bilder, 3 Bilder mit dem ND-Filter gemacht. Ich weiß nicht, ich bin da ganz einfach unterwegs. Ja. Okay. Auch kein Blitz, ich könnte es gar nicht. Ja, find ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Es gibt einen Haufen Social-Media-Fotografen, die kein Foto ohne Filter machen können. Braucht man doch gar nicht. Was du brauchst, sind hochlichtstarke Objektive. Du brauchst, wenn ein Auto mit viel PS mehr bringt oder mit mehr Hubraum bringt als mit irgendwelchen anderen Features. Mhm. Du brauchst keinen Spoiler für ein Auto, du brauchst halt Hubraum. Ja? Mhm. Und so finde ich, braucht eine Kamera einen starken Sensor mit viel Dynamik, ja? Gar nicht so viel Pixel, aber mit viel Dynamik. Und Objektive brauchst du, die halt Öffnungsverhältnisse haben von 2.8, 2.0 oder eben 1.4, damit du halt ein schönes Bouquet bekommst, damit du die Objekte, die du fotografierst, gegen unscharfen Hintergrund freistellen kannst. Und dass du halt auch noch bei ganz schwachem Licht fotografieren kannst. Aber das reicht mir. Okay. Psychosis schreibt, super Runde, ich habe mir soeben ein Ticket für Hannover im November für Terra geholt. Er freut sich auf dich. Danke, ja, live. Ja, das sollte man erwähnen. Ich habe eine Tour, 150 Termine habe ich vor der Brust und bitte, Omikron, hol uns raus aus dieser Pandemie. Ja. Hoffentlich wird alles klappen, aber ich gehe am 23. September auf Tournee, 150 Auftritte, kreuzquer durch die Republik, in jeden Winkel der Republik, live, echte Live-Veranstaltung. Oder man kann halt dann manche Vorträge von mir, aber die nicht die großen Multivisionen, eher die Wortvorträge, halt dann im Stream angucken. Aber live ist, glaube ich, das Allerbeste, weil wenn das, meine große Leinwand hat 14 Meter Breite. 14 Meter. Breite. Und das ist dann schon cool. Ja. Schon was anderes, ja. Sehr gut. Die Termine findet man auf deiner Webseite? Auf der Webseite kannst du für jeden Termin gleich die Tickets holen. Es gibt Gruppentickets, Familientickets, es gibt Sozialtickets und alles selbstgebasteltes System, um die Karten zu kaufen. Und ja, habe ich schon tausende Karten verkauft. Okay. Wir hören auch gleich auf, aber eine Frage habe ich hier noch. Wie hast du den Übergang du hast ja analog angefangen, bist jetzt voll digital. Wie hast du den Übergang gemacht quasi? Ganz brutal durch den Diebstahl. Also, habe ich gemacht den Diebstahl. Es war der Dieb, hat 2008 den Keller ausgeräumt und weg waren alle Leicas, weg waren alle analogen Nikons und dann war ich konfrontiert. Mhm. Da muss ich natürlich auch sagen, ich habe einen Freund immer noch, den Jörg, der damals schon sehr viel Erfahrung hatte in der Digitalfotografie und der hat mich dann rangeführt und es hat einen riesen Vorteil gehabt, 2009 zum ersten Mal eine Digitalkamera in der Hand zu halten, weil dann habe ich dieses Pixelrennen der 2000er Jahre, wo du jedes halbe Jahr aufrüsten hast müssen, nicht mitgemacht. Bin gleich mit der Nikon D3, also mit Vollformat-Chip eingestiegen und hatte eine vernünftige Kamera. Und so habe ich es bei den Drohnen auch wieder gemacht. Habe ich den Jörg das ganze Lehrgeld bezahlen lassen. Der hat eine Drohne nach der anderen geschrottet. Und dann kam 2017 die ersten Drohnen, die auch wieder zurückkamen, die bezahlbar waren. Und dann bin ich erst eingestiegen. Also manchmal finde ich, die Fotoindustrie hört es nicht gern. Ist es auch gar nicht schlecht, ein bisschen zu warten. Weil da gehen nicht nur die Preise runter, sondern man kriegt für das gleiche Geld auch mehr Technik. Na klar, und wenn du nicht immer der Erste bist. Und dann hast du irgendwie, ja, von analog zu digital war der Sprung natürlich dann 2009 überfällig. Und ist jetzt vielleicht wieder überfällig, in diese spiegellosen Kameras zu gehen. Noch habe ich Spiegelreflex, aber ein neues Projekt dann sicher auch spiegellos.
Ja, okay. Ja, die neuen Nikons, ne? Also die Z und so Die weiter sind Z9, ja. ja, habe aber noch keine. Ich bin noch mit der D5 Kann ich unterwegs. sehr empfehlen. Also wir haben sehr viel Spaß damit gehabt. Uwe hat gerade geschrieben, ist die größte Challenge beim Fotografieren tatsächlich der Einsatz des Lichtes? Tja, das Licht kannst du ja nicht verändern, weil ich habe ja kein Kunstlicht dabei. Und klar, manchmal kann ich den Standort verändern und kann dann das Licht verbessern. Aber in der Tat, das Licht ist das Benzin. Wie das Benzin das Auto antreibt, treibt das Licht unsere Bilder an. Das ist mal die Voraussetzung. Das zweite große Ding ist natürlich das Motiv an sich. Ich meine, dass halt einfach die Menschen, die du fotografierst, oder die Landschaften oder die Gebäude attraktiv sind. Ja, und dann ist es natürlich auch die Gestaltung des Bildes, die Anordnung und dein Winkel, das kannst du beeinflussen, wo stehst du als Fotograf, ja. Aber das Licht ist wirklich eine der absolut wesentlichen Dinge. Und da würde ich sagen, mit Filtern bringt gar nichts. Und auch diese übertriebene Nachbearbeitung, im Nachhinein dann quasi dem Bild das Licht geben, funktioniert auch nicht. Das sieht sowas von künstlich aus, ja. Lieber auf gutes Licht warten. Wenn kein Licht ist, dann lasse ich es halt bleiben und warte auf gutes Licht. Ein ganz wichtiger Tipp eigentlich für alle Reisefotografen, egal ob Hobby oder Amateur, ob Hobby- oder Profifotograf, ist richtige Jahreszeit. Da sind die Leute immer völlig wahllos. Jetzt habe ich Urlaub, jetzt fahre ich in die Wüste, in die Namib. Oh, alles bewölkt, kein einziger Sonnentag. Ja, es ist doch klar, du musst in die Wüste im jeweiligen Winter. Dann ist das Licht klar, die Sonne ist niedrig und du hast blauen Himmel oder ein schönes Licht. Oder in die Arktis fahre ich im Frühling und nicht in der Polarnacht, wenn ich gar kein Licht habe. Also die Auswahl der richtigen Jahreszeit ist mindestens so wichtig wie die Auswahl der richtigen Tageszeit. Und das sind zwei Regeln und damit ist die Lichtfrage in der Regel schon halb gelöst. Schon abgelöst, okay. Nochmal Rückfrage zu den Vorträgen. Sind die auch außerhalb Deutschlands geplant, Schweiz, Österreich? Ja, schon, nur wir fehlen dort die Veranstalter. Ich hatte in Österreich einen Veranstalter, da gibt es nicht so eine Vortragsszene wie bei uns in Deutschland. Und mit dem Schweizer Veranstalter arbeite ich grundsätzlich nicht zusammen. Und von daher habe ich ein bisschen so das Problem, dort Fuß zu fassen. Ich bin da bekannt und auch durch die vielen Servus-TV-Filme in Österreich, in der Schweiz habe ich auch ein großes Publikum. Und mir fehlt momentan noch so das Gefäß. Ich muss da wieder sozusagen neu Fuß fassen und brauche örtlich Veranstalter, die mich einladen. So, hier Joris, schwierige Frage. Würdest du jemandem raten, den Mut zu fassen, in die Selbstständigkeit zu gehen als Reisefotograf? Oder soll er lieber auf Nummer sicher bleiben im festen Job? Das kommt darauf an, was man für Erwartungen ans Leben hat. Und an, grundsätzlich würde ich mir das 10-mal überlegen, meinen festen Job aufzugeben. Ja? Weil Fotografie ist ein wunderbares Hobby. Und wenn ich 6 Wochen, sagen wir mal, Ferien habe im Jahr, kann ich ja auch wunderbar in den Ferien betreiben, entspannt betreiben und kann auch richtig gut werden. Vielleicht besser als mancher Profi. Wenn ich aber davon leben muss, habe ich Stress. Und viele Leute, sagen wir mal, sind Ingenieure oder haben gut auskömmliche Berufe. Und wenn die dann in die Fotografie, gerade in die Reisefotografie umsteigen, haben die Momente sofort ein Problem. Die brauchen schon wirklich ein dickes Bankkonto, um die Anfangsjahre zu überstehen. Und es lässt sich heute mit Reisefotografie quasi kein Geld mehr verdienen. Sind wir mal ehrlich, die Agenturen, die früher so eine Zweitverwertung gemacht haben, sind verschwunden oder erlösen kein Geld mehr, weil alles über Internet mit Pfennigbeträgen oder Centbeträgen erlöst wird. Kalender funktionieren nicht mehr, Bildbände haben es schwer, einzig Vorträge, aber ist auch nicht jedermanns Sache. Also als Reisefotograf gut zu leben, klappt quasi gar nicht mehr. Ja? Ich würde mich dann eher als Fotograf im Corporate-Bereich sehen, Industriefotografie, Hochzeitsfotografie, Studiofotografie, aber ist auch nicht jedermanns Sache. Also wirklich nicht falsch verstehen. Ich gönne es jedem, so ein cooles Reisefotoleben zu führen. Aber man muss sich 10-mal überlegen. Und man braucht eben auch dann ein paar Tugenden, die über die Fotografie hinausgehen. Und man darf keine allzu großen Ansprüche ans Einkommen haben. Im Zweifelsfall sonst mein Buch lesen. Da habe ich ja beschrieben, wie ich jahrelang mit mir gerungen habe und immer gesagt habe, ich werde nie Berufsfotograf, lohnt sich nicht, ich bin Informatiker, macht keinen Sinn, Fotograf zu werden. Und dann halt einfach mal ein paar Projekte machen nebenbei, mal eine Off-Zeit nehmen, mal ein Genau. halbes Jahr ausnehmen und einfach mal probieren. Und dann siehst du ja, ob es für dich funktioniert und wie du dich dabei fühlst. Und dann wird wahrscheinlich sowas rauskommen, wie er gesagt hat. Ja, als Hobby war das cool, als Beruf ist es plötzlich Stress und doof.
Ja. Und ja. Die 80er Jahre waren halt eine wunderbare Zeit, damit anzufangen. Das ist ganz klar. Und die heute erfolgreichen Reisefotografen kommen alle aus diesen früheren Zeiten. Ja. Dürfen wir nebenbei Fotos sehen? Ja, das haben wir ein bisschen verpatzt jetzt. Wir haben den Laptop hier stehen. Ja, kann man schon machen. Wir sind nicht dazu gekommen. Ja, mach doch mal nebenbei. Kannst du irgendwie eine Diashow machen oder sowas? Ich kann gerade eine Diashow machen. Oder wollen wir noch, haben wir noch Zeit? Sollen wir noch zwei, drei Fotos besprechen? Ich habe ja gerade ein paar Bilder aus dem Bericht Licht. Wir haben gerade so schön über Licht gesprochen. Elena, immer bitte Bilder. So. Wir haben gerade über Licht gesprochen. Ein Bild aus meiner Dia-Zeit ist es. Mondaufgang auf dem Salade Uyuni. Richtige Jahreszeit. Das ist natürlich cool. Richtige Jahreszeit. Welche Jahreszeit? Ja, Winter dort. Winter, Juni. Juni auf der Südhalbkugel. Und genau die richtige Tageszeit, nämlich abends. Und der Vollmond geht über dem Horizont auf. Mhm. Also genau der richtige Tag. Mhm. War ungeplant, dass ich... Ich behaupte es nicht, dass ich es geplant habe. Ich war überrascht vom Vollmond. Hätte ich dir jetzt hatte geglaubt. Echt zu tun, das Stativ aufzubauen, um das Ding noch zu fotografieren. Aber Dia, also das Bild ist genau so gewesen. Ja, da ist nichts bearbeitet, weil Stier war ja der Garant, dass da nichts bearbeitet wurde. Das nächste Bild, das ist jetzt hier mein normales Setting im Oman vor nicht allzu langer Zeit. Am frühen Morgen, wieder richtige Jahreszeit, es ist Winter. Und der frühe Morgen und ich habe gutes Licht, ja. Oder das ist wieder Winter im Tschad, also war im Januar. Und mal klar, es ist abends, ja. Und dann das sieht aus wie so ein Skelett, als wenn da so ein riesiger Dinosaurier liegen würde, Wirbelsäule quasi. Ja, aber cool. Sei da mal im Sommer oder sei da mal mittags, kannst du vergessen, ja. Richtige Jahreszeit, richtige Tageszeit und die richtige Position und natürlich die richtige Landschaft. Natürlich ein Satz, ein bekanntes Motiv. Ja. Klassiker. Das braucht man, gehen wir lieber gleich weiter. Da wieder richtige Jahreszeit. Es ist Frühling in der Arktis, auf dem arktischen Ozean. Und ich bin im Gegenlicht, also wird ins Gegenlicht fotografiert und es ist abends und dieser Windstärke 9 oder so und die Aufwirbelungen tun halt wunderbar dann auch dann im Gegenlicht eben erscheinen. Sieht das kalt oder aus. Grönland, hier Mitternachtssonne, kriegst den Eisberg halt auch ganz anders, als wenn das... Fahr mal im Winter zum Beispiel nach Grönland, total bescheuert, kein Licht, weil es dunkel ist und zweitens sind die Eisberge eingefroren im arktischen Ozean. Die müssen ja schwimmen. Also da würde ich jetzt zum Beispiel nach Grönland tatsächlich zum Sommer raten, weil dann schwimmen die Eisberge und zur Mitternachtssonne hast du das tolle Licht. Oder hier flaches Licht in Spitzbergen, erinnert ein bisschen auch an Wüstenlandschaften, auch im Februar, wenn das Licht gerade wieder zurückkommt, bin ich dann in Spitzbergen. Das ist auch wieder ein klassischer Fall, Abendlicht. Und das ist jetzt in der Rubalkali in Saudi-Arabien. Da kannst du nicht viel falsch machen. Im Winter, Januar, am Abend, Teleobjektiv, knapp belichtet, passt. Oder hier, das sind im Grunde das, die vorhin Situation, früh um 9, Bild aus dem Kasten, geht runter zum Frühstücken. Oder hier im peruanischen Regenwald, also im Amazonasbecken, Sonne verschwindet hinterm Horizont, Feierabend und dann reicht ein Guide dem anderen Guide gerade das Bier von Boot zu Boot und die Bilder sind im Kasten. Ja. Und so ist es im Grunde genommen so einfach mit ein paar Gegenlicht. Ja. Gegenlicht ist einer meiner größten Zauberwörter, dass ich mich immer wieder ins Gegenlicht bringe. Ob das das Tuch dieser Frau ist oder hier als Silhouette dann auch ganz extremes Gegenlicht. Natürlich auf dem Kamelmarkt in Pushkar. Oft gehe ich wirklich bewusst ins Gegenlicht und arbeite dann einfach mit Silhouetten oder habe hier diesen indischen Mann, wo die Sonne sich hinter der Hand versteckt und Gegenlicht habe ich mit meinem eigenen Schatten nichts zu tun und die Leute sind nicht geblendet und habe einfach so ein flirrendes Licht. Ja. Das sind also alles alte Dias, ja, die ich jetzt zeige. Das war jetzt kürzlich in Peru. Glück. Die Cordillera Blanca in Nordperu und unter der Sonne kam dann oder hinter den Wolken kam dann die Abendsonne noch raus. Solche Lichtsituationen sind natürlich manchmal Glück. Oder Maasai hier voll im Gegenlicht. Ja. Das ist, oder hier auf dem Kamelmarkt in Pushkar, wieder im Gegenlicht am frühen Morgen, der Bart des Mannes. Das kann ich natürlich auch durch meine Kameraposition, durch meine eigene Position steuern, weil gehen einen halben Meter rüber, ist das Licht aus seinem Bart verschwunden. Und hat die Zigarette hat auch noch ein bisschen geleuchtet. Überall, wo Staub ist, wo es Rauch ist oder irgendwas transparent ist, da findest du mich im Gegenlicht. Ja. Das ist oder toll natürlich, der Sahara, wenn dann der Staub aufgewirbelt wird und dann wieder Gegenlicht. Ja. Also, und das war meine eigene
mein eigener Staub auf dem Motorrad. Ich habe es abgestellt, schaue zurück, und dann sehe ich, dass die Staubfahne noch steht. Und da ist die Sonne reingefahren. Und sofort habe ich quasi mein eigenes Motiv produziert. Ja. Das ist ein typisches Bild von meinem Freund Jörg. Mhm. Ich auf dem Motorrad, und ich bin da ein paar Mal lang gefahren. Irgendwann liefen dann auch hier Leute vorbei, die natürlich dann auch das Bild ein gewisses Extra gegeben haben. Mhm. Aber Gegenlicht ist eine meiner wichtigsten Waffen, ob das Fontänen sind, von Walen oder in Island, hier die Schneestürme, das ist, oder direktes Gegenlicht, wir hier in Antarktika, ohne Filter, Blende 16, gutes Objektiv. Nikon mit Sonnenstern, sieht man auch selten. Ja, richtig, hier wird schwer. Oder am Südpol hier, mein Freund Ralf, früh um 3, und das ist mein schönstes Gegenlicht. Das ist der Hammer. Das war am Jökulsárlón in Island. Mitternachtssonne ist nochmal rausgekommen hinter Wolken, und dann gab es dieses Lichtphänomen, dass die Strahlen nach oben gingen. Aha. Kein Mensch konnte mir je erklären, auch Ranger konnten mir es nicht erklären, wie das denn funktioniert. Ja, das sieht sehr speziell aus, ja. Ja. Also, gewisse Vorplanung, dass man eben einfach richtige Jahreszeit, richtige Tageszeit, und der Rest ist Glück oft beim Licht, würde ich sagen. Ja. Ja, sehr gut. Hätten wir am Anfang zeigen sollen. Lektion für uns, nächstes Mal Bilder am Anfang zeigen, weil hätte er noch mal so ein bisschen Stimmung reingebracht. Oder, ja, können Sie einfach meine Vorträge anschauen. Wenn du mehr von diesen Bildern sehen möchtest, schau den Vortrag an von dem Michael auf seiner Webseite, beziehungsweise schau natürlich auch gerne bei ihm auf Instagram vorbei und lass ein Abo da, das hilft natürlich ihm auch, und es gibt schöne Bilder zu sehen. Ja, genau. Ich hab noch gar nicht so viele Follower wie du. Ich bin da nicht so unterwegs und freue mich, wenn es ein paar mehr Instagram-Follower geben würde. Also, ich sehe da nicht morgen 1546 neue Zuschauer. Genau. Mindestens die halt schon da waren. Ich habe vorhin nachgeguckt, wie viele es waren. Bin ich gespannt. Also, ich habe ihm versprochen, das hilft. Bitte lasst mich jetzt nicht hängen. Ja, genau. Ich bin extra hierher gekommen. Ja, okay. Ja, ich glaube, wir sind so ein bisschen durch. Die Fragen fangen an, sich zu wiederholen, beziehungsweise haben wir vorhin schon geantwortet, beziehungsweise, ich wiederhole es nochmal, die sind auch alle hier natürlich drin beschrieben. Da steht drin, wie er Drohnen verliert und wie er seine Kamera transportiert. Weil da steht ja auch alles da so ein bisschen drin. Ich würde sagen, ich bin so ein bisschen durch. Wunderbar. Aber ich glaube, es war sehr, sehr gut. Da können wir nochmal einen Applaus stehen. Danke für die Fragen. Wieso sehe ich hier 1500 Leute und nur 400 Likes? Was genau ist das Problem, den Daumen nach oben zu drücken? Jedes Mal das Gleiche mit euch, Mensch. Da muss ich doch nicht immer böse werden hier. Das ist ja wie mit meiner Tochter. Michael, ich danke dir Stefan, war total schön. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ich hoffe, das war unterhaltsam und spaßig und hat euch motiviert, den Stream von ihm zu schauen, seinen Instagram zu folgen oder zu einem Live-Vortrag zu gehen. Das ist natürlich das Beste. Die Tournee, die ab September losgeht, ist auf seiner Webseite verlinkt, nochmal mit allen Terminen quer durch die Deutsche Republik, auch in der Nähe der österreichischen und Schweizer Grenze. Zu Süddeutschland und wahrscheinlich auch München oder irgendwo. Überall, von Flensburg bis Berchtesgaden. Alles dabei, okay, sehr gut. Also, schönen Abend, bleibt gesund. Servus, tschüss. Ciao. Tschüss. So, ich sage jetzt hier Stream beenden. Sehr sympathisch, ganz toll, vielen Dank und so weiter. Also ganz, ganz, ganz viele.